Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben uns bei der Einbringung des Gesetzentwurfs bereits kritisch geäußert. Nach der Anhörung von Sachverständigen sehen wir uns darin bestätigt. Deshalb lehnen wir den Gesetzentwurf auch ab. Die Mängel im Gesetz zur Sicherheitsüberprüfung durch das Landesamt für Verfassungsschutz werden nämlich mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht behoben. Die drei Hauptgründe möchte ich hierzu benennen. Erstens. Wir haben als LINKE schon die vorangegangene Novelle aus prinzipiellen Gründen abgelehnt. Die damaligen Ablehnungsgründe bleiben auch im neuen Gesetz bestehen. Das wurde sehr qualifiziert, z.B. von den Datenschützern Rhein-Main im Innenausschuss vorgetragen. Die mangelnde Kontrolle des Geheimdienstes steht immer weiteren und tiefergreifenden Befugnissen entgegen. Wir wollen diese Eingriffstiefe in Bürgerrechte nicht und schon gar nicht ohne qualifizierte rechtliche wie parlamentarische Kontrolle. Zweitens. Vom Hessischen Datenschutzbeauftragten wie auch von weiteren Sachverständigen wurde deutliche Kritik an der Einbeziehung der Schufa per Gesetz geübt. Das ist ja schon dargestellt worden. Das ist ein privatrechtliches Unternehmen. Die Datenlage und die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, diese nachzuvollziehen oder gegen Fehler vorzugehen, geht gegen null. Das konnte nicht erklärt werden. Drittens. Aus unserer Sicht konnte weder mit dem Landesamt als auch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz geklärt werden, ob mit den Gesetzesänderungen föderale Probleme nun behoben oder verstärkt werden. Einerseits sagte das Bundesamt, die Regelungen auf Bundesebene seien schon wieder zu novellieren. Andererseits soll das hessische Recht an Bundesrecht angeglichen werden. Das ist ein großer Widerspruch. Zudem machte das Bundesamt dann aber selber eine Fülle von Änderungsvorschlägen in der Anhörung. Das ließ sich so für mich überhaupt nicht auflösen. Aber im Zweijahresrhythmus ständig Gesetze in Bund und Ländern zu novellieren, wirkt wie ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Juristen. Rechtsklarheit schafft das nicht. Dem Änderungsantrag der SPD können wir und wollen wir zustimmen. Er versucht wenigstens einen Teil der Kritik aufzunehmen und zu beheben. Aber die Regierungsfraktionen werden dies, wie alle Vorschläge der Opposition, ablehnen. Und ein gutes Gesetz würde es aus unserer Sicht auch durch den Änderungsantrag der SPD nicht werden. Deshalb bleibt es so oder so bei einem Nein der LINKEN zu den immer neuen Änderungen beim insgesamt nicht guten Sicherheitsüberprüfungsgesetz.